Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Let's Play Rune 2D. Kurze Zusammenfassung von diesem Spiel. Das ist ein Factory-Spiel, wie schon von diesem Hintergrund zu sehen. Es gibt kein richtiges Ziel. Ich habe es auf... It.io gefunden. Den Entwickler werde ich noch natürlich verlinken in den Kommentaren. Das Spiel ist ein sehr gutes Factory-Spiel. Und wir fangen einfach mal mit neuen Feldern. Farmen. Ganz klassisches YouTube. Seed. Keine Ahnung, auch YouTube. Typ. Neutral. Seed auf. Strukturen, ja. Und können wir hier noch ein bisschen machen. Gut. So, Fokus. Da glaube ich schon das Feuerige. Und wunderschön. Dann geht wir mal das wieder mal. Das ist also schon die Lecke. Rune 2D ist ein Factory-Spiel, wie schon erklärt, sogar mit Tipps, wo man auch researchen, erforschen muss, um neue Sachen zu lernen. Gegner gibt es nicht richtig. Machen wir das noch an der. Und es ist ein kleines, nettes Spiel, wo man ein paar extra Sachen bekommt, die man auch aktivieren kann und deaktivieren kann. Hebel, Kabel, Stromstärken, Crafter und anderes Zeug wie Förderbänder und so. Man kann natürlich das alles auch zerlegen. Man kann auch, das Tolle an diesem Spiel ist, man kann auch ganze Strukturen mitnehmen und sie in sein Inventar packen. Yeah. Platz dazu, oder wenn man kurz zum Beispiel einen Bohrer hat und ihn kurz hinbringen will, dann macht man das kurz schnell. Wenn man etwas ganz Großes nimmt, was etwas zu groß ist, das Inventar, dann behält man das und man kann natürlich auch sterben. Ich habe auch schon das Leben verloren. Das ist ein sehr tolles Factory-Spiel, wie oft schon gesagt, wunderschöne kleine Mechaniken, zum Beispiel zu sehen, wie man die Blöcke einfach auseinander kann. Physik gibt es ja auch. Und was soll ich dazu sagen, das ist ja ein kleines tolles Factory-Spiel. Wenn man so die Kabel gerade aktiv sind, dann natürlich mal schön in meinem Teil, dass ich auch hier eine Sache wunderschön schnell finde. Dieser Block ist ein Collector und kann zu helfen, um schneller Sachen zu researchen. Das sind unendliche Eisenerzvorkommen, so Eisen und Kupfer. Ich verwechsel es immer mit Diamant. Dann ich fange schon mal an mit Ruhescherzen, um ein paar neue Sachen zu bekommen. Und jetzt schon mal das Spiel. Und dann kann man sehr vieles automatisieren. Man kann natürlich auch Bäume wieder anpflanzen, weil was wäre, wenn schon ohne ein Spiel ohne eine Baumfarm? Einfach den ganzen Baum mitnehmen. Zersägen, um neue Bäumchen zu bekommen. Das ist ein Sapling. Kann man zusammen craften. So. Ja, fertig. Ich habe schon zwei Saplings. Der Rest lasse ich mal da kurz stehen. Jetzt gehe ich erstmal so zum Berg und hole mir etwas Stein. Dieses Erz ist immer sehr wichtig. Und für später braucht man das.
Hügel, Hügel, Dings, Höhlen. Es gibt sogenannte Mineshafts. Ein paar Gegner können sich nicht töten. Ich war auch überrascht, wenn ich das gesehen habe. Und ja, es soll, glaube ich, hier auch auf dieser Mittwoche noch eine andere Struktur geben, die ich noch nie gesehen habe. Was natürlich auf den anderen Modus Fluchtwelt. So. Um das jetzt zusammen zu bekommen, muss ich jetzt sehen. Jetzt nehmen und am besten jetzt zersehen. Die sieht jetzt aus, schalte an und tada, unsere erste kleine. Pac-Man. Natürlich kann man, das ist hier gerade noch so langweilig. Man kann es noch viel besser automatisieren als ich. Aber das ist ja noch viel langweiliger. So. Man kann auch natürlich Erze schmelzen, um Mäuse zu bekommen. Ja, das ist schon Schallkreise. Wir haben hier sogar ein Crafting Book, wo wir alles sehen können, was wir gerade craften können und wie man sie craftet. Und wenn man drauf klickt, sieht man, oh, ich brauche, um diese Eisenplatten zu bekommen, bekomme ich hier 4 Stück und muss 3 Stück bei einem Crafter abgeben. Ganz einfach. Crafter natürlich auch aktivieren. Einen Eisenblock holen, weil ich keinen Eisenblock habe. Weil mir einer fehlt. Schön erstmal erhitzen beim Ofen. Und 3 Stück zusammenschmelzen. 4 Stück gehalten. Die sind natürlich auch für spätere Dinger wichtig. Das ist jetzt die ganze Zeit so nervig, die Sachen einzeln zu craften. Also baue ich ganz kurz und schnell eine kleine Fabrik. So, wenn ich wollte, könnte das Layout auch kopieren. Oder baue ich. Hier ist es, weil er besser ist. Alles so schön zusammen verbinden. Modus wechseln nach Maschine. Schön diese Strukturenblöcke. Und ja, komm, wir fangen erstmal schon mit Eisen an. Ich habe ja das Wichtigste vergessen. Power. So, so. Verbunden, verbunden, verbunden. Und der Ofen. Jetzt einfach nur aktivieren. Um zu sehen, dass ich vergessen habe, den Ofen anzuschalten. Und fertig ist unsere erste kleine Fabrik. Was auch mit Kupfer funktioniert. Jetzt könnte ich zum Beispiel das nehmen. Ich habe jetzt 3 Wege. Glas und Gummi. Da komme ich noch mal das aus. Nein, gerne. Nicht sterben. Ist noch viel zu jung zu sterben. So. Nehmen wir erstmal das wieder weg. Leere das alles. Ich crafte. Packe einen Researcher hier rein. Der muss nicht gepowert werden. Der Researcher. Eisenblock, dann wechsle ich mal den Eisenblock, Erz, gegen ein Kupfererz. Und tada, wo war das? Wer hat ja noch eins gespeichert? Und tada, wir haben unsere kleine erste Kupferfabrik für Researcher.
erforschen. Tada, wir sind fertig. Klongs, der Rest wird nicht reingepackt. Außer es gibt noch etwas, was man mit Kupfer erforschen kann, was man gar erforschen kann. Wenn das immer gibt. Um jetzt dieses kleine Ding mitzubauen, nimmt man einfach einen Stein oder Sand. Ich habe ja gerade keinen Sand, also muss ich Stein benutzen. Da. Und zerstörst man. Sand kann nicht von Förderbänder transportiert werden. Erhitzen wir das mal. Wir haben das. Dann nehme ich mal meinen wunderschönen kleinen geliebten Crafter. Ach ja, dieses Item, wir haben Silikon. Wirf das nicht weg. Sonst passiert das. Es ist weg. Und dann dürft ihr alles nochmal machen. Wie gesagt, ihr dürft Silikon nicht runterfallen lassen. Wenn es runterfällt, seid ihr tot. Das hier dürft aber wieder rum. So, das packe ich auch ins Kabel. Also, wenn es kein Kabel ist, das packe ich jetzt zuerst. Baublöcke, immer schön zu Türen. Dass ihr später leichter habt, die Sachen zu finden. Jetzt habe ich Spulen, das Ding, ein Rodgate, ein Hebel und eine Diode freigeschaltet. Excellent. So, jetzt können wir Motoren erforschen, indem wir 10 Eisenblöcke und 10 Spulen nehmen. Spulen kenne ich das Crossing Exception auch schon, ich kann dann auch hier nachgucken. Einfach ein Kupferblock. Ganz schön. Und tada, ihr habt Spiele. Nur aufpassen, dass ihr euch selbst nicht zerquatscht, wie ich gerade. Natürlich könnt ihr die nur von zwei bestimmten Orten verbinden. Oh. Alles? Nee, das Ding ist runtergefallen. Das stimmt doch. Stimme versagt. So, fertig. Fertig. Mit dem Öl. Boah. Sterbe. Nicht sterben. Und wenn ihr es baut, ist es so blaulich und fliegt erstmal. Dann könnt ihr das einfach so verbinden. Umfallen lassen. Oder und das fällt wieder runter, wenn ihr euch wieder bewegt. Wenn ich schnieke oder laufe oder springe oder irgendeine andere Art von Bewegung ausführe. Ja. Und jetzt kommen wir erforschen wir mal kurz schnell den Motor. Das sind wir wieder. Die Fabrik ist gerade erst fertig geworden mit dem wunderschönen leckeren Motor. Man kann jetzt hier weiter forschen und so weiter oder man geht hin und erforscht die Welt. Aber ich mache das jetzt etwas später, weil es sogar noch eine große Höhle. Ich mache erst später, bis ich erstmal viele Sachen erforscht habe. Wie wo ist das? Ja, hier. Diesen Block. Denn der Block kann Sachen trennen. Da trenne ich hier so die Verbindung von allen Blöcken zur selben Zeit.
Der andere zerstört sie einfach nur. Den habe ich noch nie benutzt. Die Unterboden sind schon gewachsen. Und damit kann man dann einfach ganz schnell, ganz einfach von A nach B kommen, so durch Berge. Lampen sind auch immer praktisch. Eigentlich spawnt man mit Lampen. Manchmal ist das so unterschiedlich. Mal spawnt man mit Lampen und so. Heute bin ich mit gar nichts gespawnt, außer mit diesem kleinen Turm und dem kleinen Ofen. Station oder was das war. Ja, es gibt auch Kolben, es gibt hier vieles, sogar Jumploader, solche, so-called, wenn man das hier aufdrückt. Make sure your machine keep running when you are absent. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass du machst das. Ja, da hat man hier noch ein paar Kerne. Orangener Kern der fliegt und den kann man mit starken Bewegungen wie zum Beispiel Kolben oder so bewegen oder mit Kolben schubsen, hat immer funktioniert. Grün kann man gar nicht bewegen. Es ist Stein. Auch so dumm ist es. Und dann gibt es noch den lila Chor. Keine Ahnung, was der macht. Ah, er verschnellert die Fabriken, die er berührt. Mit dem er verbunden ist. Um schneller zu produzieren. Und das war jetzt der erste Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge und versuchen schnell sehr weit viel zu erforschen. Bis bald. Ciao.